Wort hat der Kollege Arthur Auernhammer für die CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon fast sehr harmonisch, wenn unser Ausschuss hier ein Thema debattiert. In anderen Themen sind wir etwas leidenschaftlicher. Vielleicht eint uns das alles im Thema, das wir hier haben. Und ich begrüße in dieser Debatte auch Menschen aus einem Bundesland, die alles können außer Hochdeutsch. Ich begrüße die Mitglieder des Kreistages aus Göppingen von meinem Kollegen Hermann Färber. Schön, dass Sie dieser Debatte beiwohnen. Und ich kann Ihnen versprechen, nicht immer sind wir so harmonisch hier. Der Gartenbau hat in Deutschland eine lange Tradition. Es gehörte früher zur Selbstverständlichkeit, einen eigenen Hausgarten anzulegen und für den eigenen Bedarf anzupflanzen. Das war gerade in den neuen Bundesländern der Fall. Die Versorgungssituation hat es ja bedingt notwendig gemacht, dass man mit der kleinen Datscha im Schrebergarten sein eigenes Obst und Gemüse angebaut hat. Auch und gerade im ländlichen Raum und auf unseren Bauernhöfen gehört der Gartenbau wie selbstverständlich dazu. Der eigene Garten ist das wahre Bio. Gerade die junge Generation entdeckt den eigenen Garten wieder vollkommen neu für sich. Die wahren Kleinbauern sind das. Als Landwirt begrüße ich die Ziele dieses Antrags ausdrücklich. Mit den aufgeführten Maßnahmen unterstützen wir die Inklusion von Urbanität und Landwirtschaft. In der Landwirtschaft und den heimischen oder urbanen Garten geht es um die gleichen Dinge. Sie setzen richtigen Umgang mit Pflanzen voraus, damit aus der Saat ein genießbares Produkt wird. Die Vorarbeit ist wichtig, die Pflege, der Schutz, auch der Pflanzenschutz. Potenzial zu mehr Wertschöpfung der Produktion von Lebensmitteln haben wir hier. Wir haben Potenzial für Akzeptanz der Preise und wir haben ein Potenzial für eine geringere Verschwendung. Es ist der Gartenbau, wenn er in der Bevölkerung selbst stattfindet, die ein größeres Verständnis für Lebensmittel erzeugt bei uns. Und gerade für Kinder kann es nicht früh genug der Fall sein, dass in der Schule der Apfel genossen wird, der aus dem eigenen Garten kommt, der selbst gepflückt wird, der selbst verzehrt wird. Dann kann man die heimische Produktion wesentlich besser wertschätzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich über das starke Verlangen der Verbraucher nach regionalen Produkten. Auch hier können moderne Entwicklungen aber altbewährtes wieder aufleben. Gesundheitsbewusste Stadtbewohner, vorwiegend junge Familien, wollen wieder ökologisch angebautes Obst und Gemüse vom Bauernhof in ihrer Region. Mit diesem Antrag wollen wir die regionale Produktion von Lebensmitteln unterstützen. Gerade kleine und mittelständische Agrarbetriebe, die sich auf ökologische Landwirtschaft spezialisieren, sind auf die Forschungsergebnisse angewiesen, die der Bund mit seinen Programmen zu Saatgut- und Schädlingsbekämpfung unterstützt und die wir mit diesem Antrag verstetigen wollen. Wer im 21. Jahrhundert noch Möhren und Zwiebeln im Wechsel anpflanzt, um einen natürlichen Schädlingsbefall zu verringern, ist auf die Forschungsergebnisse im Bereich Saatgut- und Schädlingsbekämpfung angewiesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Landschaftsbau und Städtebau, Grün in der Stadt. Berlin ist, das muss man gnadenlos anerkennen, das Paradebeispiel für Grün in der Stadt. Ich spreche jetzt nicht von der Partei. Der eine oder andere von uns, den trifft man ja morgens immer im Tiergarten beim Joggen und da können Sie das hautnah erleben. Wenn ich in meine Heimat schaue, auch dort in den Städten, wird immer mehr auf das Grün in der Stadt gebaut. Und wir machen hier gerade mit den Mitteln, mit den Fördermitteln der Städtebauförderung gute Ansätze. Aber heute kommt auch das Thema Grün in der Stadt eine ganz andere Bedeutung zu. Grün in der Stadt ist Staubfilter, ist Lärmdämpfer, ist Sichtschutz und vor allem ist Klimaschutz. Ich freue mich auch, dass im Deutschen Bundestag sich eine Parlamentsgruppe Kulturgut Alleen gegründet hat, die dem Schutz unserer Alleen an den Straßen sich auf die Fahnen geschrieben hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sprechen in diesem Haus auch oft um ökologische Ausgleichsflächen.
Wir wissen, dass wir mit der Kompensationsverordnung diese ökologischen Ausgleichsmaßnahmen regeln, gerade wenn neue Straßen, wenn neue Gebäude gebaut werden müssen, ist der ökologische Ausgleich auch von Bedeutung. Dabei ist leider immer mehr festzustellen, dass gerade von den Ballungszentren die Städte hergehen und im ländlichen Raum sich landwirtschaftliche Nutzflächen kaufen und diese landwirtschaftlichen Nutzfläche den Landwirten der Lebensmittelproduktion entziehen. Das hat Bedarf zu drüber diskutieren. Das hat Bedarf, dass wir hier nachsteuern müssen. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir innerhalb der Städte ökologischen Ausgleich schaffen und nicht außerhalb irgendwo in der Ferne. Deshalb ist der Grün in der Stadt, das Thema Grün in der Stadt durch Baumaßnahmen, durch Innovationen der Architekten, durch verstärkte Pflege in den Baumaßnahmen darauf zu achten, dass diese ja, externe Aussiedlung von ökologischen Ausgleichsflächen in den ländlichen Raum ein Ende hat. Die biologische Vielfalt muss in der Stadt gewährleistet sein und nicht irgendwo auf dem flachen Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gartenbau hat auch einen großen Energiebedarf. Kollegen sind schon darauf eingegangen. Es freut mich allerdings auch, dass sehr viele Gartenbaubetriebe umgestellt haben auf regenerative Energieversorgung. Ich kenne viele Gartenbaubetriebe, die betreiben eine eigene Hackschnitzelheizanlage, die betreiben Bioenergieanlagen, die sind angeschlossen an Biogasanlagen, um die Wärme zu nutzen. Das regenerative Zusammenspiel funktioniert im Gartenbau bereits hervorragend und das sollen wir auch weiter unterstützen und weiter hier vorankommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Garten- und Landschaftsbau ist für mich neben der deutschen Landwirtschaft, und es ist ja Teil der deutschen Landwirtschaft, der Garant für das freundliche Gesicht Deutschlands. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass es weiterhin freundlich bleibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die